Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch meine letzten Errungenschaften der letzten Woche mal zeigen. Ich war aber sehr brav, also es ist nicht so viel zusammengekommen. Einige LEs haben mich überhaupt nicht angesprochen und dementsprechend habe ich auch weniger gekauft. Aber das, was ich gekauft habe, wollte ich euch mal kurz zeigen. Aber bevor ich damit anfange, möchte ich euch als allererstes, oh Gott, zeigen. Ich habe nämlich ein Päckchen zugeschickt bekommen von Yves Rocher. Ein Produkt zum Testen. Ich zeige euch das mal. Das ist hier drin. Zack. In so einem goldenen Teilchen. Habe ich mich erstmal wahnsinnig drüber gefreut. Hallo, ich habe Post bekommen, darf ein Produkt testen. So schaut das Ganze aus. Ganz in schwarz, Yves Rocher. Und das ist ein Quattro. Ich nehme mal den Pinsel raus und den Spiegel weg, sonst blende ich euch. Und das sind die Farben dazu. Das sind ganz, 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 ganz tolle Farben. Und ich werde das Produkt jetzt auf jeden Fall erstmal testen und werde euch dann nächste Woche oder übernächste Woche mal erzählen, wie das dann so funktioniert und ob das auch schön und gut ist zum Empfehlen. Ups, kurz gucken, ob es so heil ist. Ja, ist alles heiß. So, dann fange ich als allererstes an. Ich habe jetzt irgendwie überhaupt gar keinen Plan, womit ich anfangen soll, aber ich habe das hier alles in meinem neuen Kästchen drin, was ich mir geholt habe. Also ich war ja vor Weihnachten mit Chrissy in Hamburg in dem großen AEZ, glaube ich, heißt es, oder das Elbe Einkaufszentrum. Ich weiß das gar nicht mehr, da gibt es ja so viel. Und da waren wir bei Kiko. Ich hätte mich tot kaufen können, ehrlich jetzt. Das gibt so wunderschöne Sachen. Und da war es auch gerade zu dem Zeitpunkt alles total schön im Angebot und deswegen habe ich da mal zugegriffen. Und zwar habe ich mir diese Long Lasting Stick Eyeshadows geholt von Kiko. Und zwar einmal in der Farbe 17. Das sind diese Stifte hier. So sieht das Ganze aus. Hier könnt ihr die Farbe sehen. Oder auch nicht. Da, jetzt. Und zwar sind die so zum Rausdrehen. Ich habe mich dafür blau entschieden, also richtig, richtig schöne Farbe. Ist schon ein bisschen angeditscht und die sind so schön cremig. Oh, die sind toll, die sind echt schön. Geile Farbe, ne? Richtig, richtig schön. Und das Gute an denen ist, man kann die hell auftragen oder man kann sie auch wirklich gut verblenden. Die sind richtig, richtig cremig und dann kann man die wirklich... Ey, die sind spitze. Also ich benutze die ganz, 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 ganz viel. Was wollte ich noch sagen? Die sind aber auch relativ, ich glaube, die sind sogar wasserfest, wenn ich mich nicht irre. Ich meine, die sind wasserfest. Ich weiß jetzt nicht so genau. Aber man muss die schnell einarbeiten auf dem Auge, weil sonst trocknen die richtig schnell. Und dann kann man sie nicht mehr verblenden oder mit denen arbeiten. Deswegen muss das immer rucki-zucki funktionieren. Dann habe ich mir noch die Farbe 06 geholt. Das ist so ein Champagnerton. Das ist der hier. Ich zeige euch das mal. So schaut er aus. Jetzt habe ich mich schon voll gemalt. Der ist auch richtig, richtig schön. Und die schimmern so schön. Die sind so schön cremig. Da ist er. Richtig, richtig schön. Und die kann man die schmieren. Richtig, richtig toll. Das war der. Die sind ganz weich, wirklich. Die sind richtig, richtig, richtig weich. Dann habe ich mir noch die Farbe, oh, Porno, wirklich Porno, dieses Lila geholt. Also das ist jetzt vom Rumgeschmieren, ne? Ich habe keine dreckigen Hände. Das ist die Farbe 16. Das ist dieses Lila hier. Oder Flieder. Obwohl es ist dunkel. Das sieht jetzt bei euch nur so hell aus. Und hier, ich kann euch das mal zeigen. Wie schön cremig die sind. Oh, richtig, richtig toll. So sieht er dann aus. Richtig, richtig schön. Zack. Die Farbe. Die waren im Angebot und haben gekostet, ich glaube, statt 6,90 Euro. Was habe ich bezahlt? Ich glaube, 3 oder 4 Euro, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und dann diese hammergeile Farbe noch, dieses Grün. Oh, die ist so schön. Den habe ich auch richtig viel schon benutzt. Ist das nicht geil?
Der ist richtig, richtig schön. Zeige ich euch auch mal. Der in der. Huch! Ist das nicht geil? Aber wenn das mal kein Grün ist. So sieht er aus. Richtig, richtig schön. Und der zum Beispiel erinnert mich bei Cindy in ihrem letzten Haul-Video, hat sie von NYX, meine ich, war das, oder Kiko, ich weiß nicht, ich glaube NYX, hat sie so einen richtig geilen Glitter-Eyeliner gezeigt und ich finde, der hat so ähnlich die Farbe. Den muss ich mir auch noch holen. So schauen sie denn aus. Also richtig schön und die lassen sich wirklich richtig schön verblenden. Und sie halten bombastisch. Wirklich bombastisch. Ne? Jetzt ist er aufgehellt durchs Verblenden ein bisschen. Richtig knorke Farben. Richtig, richtig schön. Dann habe ich mir geholt, und der ist wirklich sensationell. Ich liebe diesen Stift. Das ist von NYX, der Jumbo Eye Pencil. Natürlich in Milk, der 604. Hier ist er. Da. Der ist so geil. Mädels, wenn ihr ihn oft schon gesehen habt, wie ich hier in den Videos und alle davon schwärmen, holt ihn euch. Holt ihn euch. Er ist sein Geld wirklich, wirklich wert. Ich finde ihn so geil. Ich habe ihn, seit ich ihn habe, wirklich jeden Tag benutzt. Jeden Tag. Dementsprechend sieht er auch schon aus. Der ist so schön weich. Seht ihr das? Der ist so Porno. Oh mein Gott. Und er lässt sich so schön verblenden. Ey, das ist so eine schöne Farbe. Richtig, richtig. Eine schöne Farbe vor allem. Nee, aber der ist echt geil. Das ist auch. Das benutze ich jetzt zum Beispiel auch immer im Innenwinkel. Geiler Highlighter, wirklich. Richtig, richtig toll. Ich liebe ihn und es war damals der letzte. Den habe ich aber erst seit 2 Wochen. Zwei, 3 Wochen, glaube ich schon. Ungefähr. Den habe ich nämlich, als so schönes Wetter war, den einen Sonntag, habe ich mir den gemopst bei Douglas und zwar der letzte. Also nicht gemopst jetzt im Sinne von klauen, ne? So, dann habe ich mir geholt aus der LE, ich habe euch damit schon gezeigt, das ist mein neues Lieblingsrouge, wirklich. Er hat meinen anderen leider momentan abgelöst und zwar von der Essence LE Legends of the Sky. Dieses Powder Blush, die Nummer Better Way to Sky. Der ist das und der ist so traumhaft schön. Wirklich. Und bevor ich das sage, hat das schon was zu bedeuten. Der ist so, so, so toll. Ich habe ihn heute auch drauf. Wie jeden Tag. Ich benutze nur noch den, wirklich. Der ist echt schön. Ups, da ist er. Und er macht echt totales frische Aussehen, wenn man richtig müde ist. Hier ist er. Der ist so schön. Richtig, richtig toll. Ich bin so froh, dass ich den geholt habe. Wirklich. Richtig, richtig froh. Dann habe ich mir geholt. Ach so, bei Kiko noch. Oh Gott. Den habt ihr aber auch schon gesehen bei mir. Das ist der Concealer, die 02. Das ist der. Auch super. Wirklich bin ich hammermäßig mit zufrieden. Ganz, 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 ganz toll. Deckt sogar meine blöden Augenringe ab. Augenringe. Dann habe ich mir geholt noch bei Kiko, den fand ich auch so schön, so einen gebackenen Lidschatten. Die Nummer 05 ist das. Und zwar ist es der hier. Richtig tolle Farbe. Und der glänzt und schimmert wirklich richtig, richtig klasse. Ich habe so Schmiere hin, ne? Der ist allein von der Pigmentierung, hallo? Richtig cool. Wo machen wir den mal hin? Hier. Richtig, richtig toll. Der ist auch echt geil. Ganz, ganz toll, wirklich. So, dann habe ich mir geholt. Womit fangen wir an? Genau. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal gezeigt hatte. Aber ganz viele hatten mir ja damals den Essence Better Than Gel Nails Top Coat empfohlen, habe ich mir geholt. Bombastisch zufrieden. Und dann von der Wimperntusche hattet ihr zu mir gesagt, ich soll mal die I Love Extreme ausprobieren, diese hier. Die habe ich mir natürlich dann auch geholt. Aber es tut mir leid. Ey, was hat die für eine Borste? Das ist ja so ein Mega-Teil. Komme ich nicht mit klar.
Ich komme damit nicht klar, ich bin einfach zu blöd dafür. Das passt einfach nicht. Das ist zu groß, zu bombastisch. Dann kleckse ich immer über. Ich bin eh so ein Schussel, was das angeht. Ich nehme die immer, ich mache erst die ganz normale, die ihr kennt, die I Love Extreme. Die mache ich rauf und manchmal mache ich die dann immer noch hinterher. Aber nur die alleine leider nicht. Dann habe ich mir geholt, wo fangen wir an, wo fangen wir an? Ach so, die von Kiko noch, oh Gott, alles kreuz und quer. Den Gloss hier in der Nummer 112. Und zwar ist das der hier. Der ist auch ganz, ganz, ganz toll. Mit so ganz viel Glitterschimmer. Na, gehst du wohl auf? Den mag ich auch echt gerne. Man hat ja nie genug Gloss. Ich weiß gar nicht. Also der ist ganz, sag mal schnell, durchsichtig. So, also der gibt kaum Farbe ab. Und wenn dann nur so ein ganz, ganz wenig, so ein Rosé, so ein bisschen. So wie das Bürstchen aussieht, wenn ihr es sehen könnt. So ganz leicht, nur bei euch sieht das jetzt döller aus. Und so sieht die Farbe aus. Also wirklich ganz, ganz dezent. Fand ich cool und da war auch halt reduziert, deswegen Rinnenkorb. Das war's bei Kiko jetzt auf jeden Fall. Dann hatte ich mir geholt, ich wollte nämlich Wimperntuschen ausprobieren. Ja, ich war irgendwie auf den Trip. Hatte mir dann einmal von Essence die All Eyes on Me Multi-Effekt Mascara geholt. Diese hier. Weil ich gucken wollte, vielleicht gibt es ja doch noch eine bessere. Sieht vom Bürstchen jetzt so aus. Also eine ganz schmale, darauf hatte ich halt geachtet. Aber ich muss leider sagen, das ist auch, die gibt eigentlich kaum was auf den Wimpern ab. Also die. Das war leider ein Fehlkauf, bei mir auf jeden Fall. Dann, weil ich war ja in meiner Wimpern-Area da, habe ich mir den von, was ist denn das hier? Genau, Revival Loop geholt, Magic Volume Mascara für Volumen und dichtere Wimpern. Das ist dieser silberne hier, der war nämlich im Angebot. Habe ich gesagt, gut, probierst du den mal aus. Hat auch so ein Bürstchen. So sieht's aus. Aber auch nicht gut. Ich bleibe bei meiner I Love Extreme. Fertig. Dann habe ich mir geholt, eine ganz liebe Abonnentin von mir hat mir wirklich einen riesen, riesen, riesen Text geschrieben per Mail, worüber ich mich so gefreut habe. Ich finde das so niedlich immer, wenn ihr euch Gedanken macht und sagt, Mensch, guck mal hier und mach mal da. Und die sagte zu mir, aufgrund dessen, dass ich halt immer diese dunklen Augenringe habe, probier doch mal den von Essence aus, den Stay All Day Concealer. Das ist der hier. Gibt es zwei Stück für und für das Preis, für den Preis, für den Preis natürlich, habe ich das gemacht. Und ich bin richtig zufrieden. So sieht es aus. Richtig, richtig cool. Also ich muss wirklich sagen, der ist gut. Der ist wirklich, wirklich gut. Hier ist er. Seht ihr das? Also der ist Bombe. Also wenn ihr wirklich keinen Kiko in der Nähe habt, weil der ist ja auch absolut zu empfehlen, oder ihr habt, sag mal schnell, wollt nicht so viel Geld ausgeben für jetzt Bobbi Brown oder wie sie alle heißen, dann holt euch den. Der ist wirklich, wirklich gut. Hätte ich niemals gedacht. Das ist eine ganz, 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 ganz tolle Empfehlung gewesen. Und holt ihn euch. Dann habe ich viel hier auf YouTube gesehen. Eyeshadow Base. Von Revival de Loop. Soll prima sein, ganz toll. Und ich war eigentlich mit der I Love. Wie heißt die? I Love. I Love, I Love. Na, ihr wisst ja, welche. I Love Stage, genau, so. Super zufrieden, die ist auch schon fast leer. Ich habe mir dann die hier von Revival de Loop geholt. In der Nummer. Hat die eine Nummer? Nee, die hat keine Nummer. Aber das ist dieses kleine Pöttchen hier. So sieht sie von innen aus. Ich habe sie natürlich schon ausprobiert. Aber ich muss leider sagen, ich finde die nicht gut. Ich mag die nicht. Ich mag sie nicht. Ich bleibe bei meiner I Love Stage. Die ist einfach bombastisch. Kommt keiner mit. Dann habe ich mir ganz normal wieder den Carmex. Ich hatte letztes Mal wohl Carmex gesagt. Carmex. Den Pot hatte ich mir geholt. Sonst hatte ich das ja in dem Tübchen. Jetzt habe ich es mir hier geholt. Das ist dieses gelbe Zeugs. I love it. I love it. I love it. Dann habe ich mir geholt von Revival de Loop. Und zwar ist das die Nummer 101. Könnt ihr sehen? Die 101. Ein Lippenstift.
Die Farbe hier, die fand ich irgendwie total knorke. So schaut er aus. Voll total zugemalt. Ist aber cool. Ist eine richtig schöne Farbe. Ich mag den voll gerne. Und vor allem ist es so ein matter. So schaut er aus. Wartet, ich rutsche mal nach vorne. Ach so, das ist übrigens meine Katze, wenn sie ihre 2 Minuten hat. Eine ganz, ganz tolle Farbe. Cremig, aber trocknet sehr schnell. Also da muss ich auf jeden Fall drunter, was ich grundsätzlich mache. Aber kann ich euch nur empfehlen, auf jeden Fall irgendwie einen Lippenpflegestift drauf machen, weil der wirklich sehr, 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 sehr trocken ist. Aber die Farbe ist richtig cool. Dann habe ich mir geholt. Rossmann hatte ja Schmuck im Angebot. Und da habe ich gleich zugeschnappt. Was mir gefallen hat, war einmal unter anderem dieser Ring hier mit dem Blümchen. Das ist so einer hier. So sieht er aus. Und die Farbe fand ich auch so cool. Richtig, richtig schön. Ist auf jeden Fall ein Hingucker. Richtig schön. Hat gekostet 2 Euro, reduziert von 5,95 Euro. Passend zu dem Ring habe ich mir geholt diese Ohrringe hier. Die fand ich auch richtig schön. Ich finde die Farbe irgendwie momentan richtig cool. Na, halt still. So sieht er aus. Das ist so richtig glatt, wie so diese Muschelteile. Den fand ich schön. Dann habe ich mir geholt, auch in der Farbe oder in so einer Farbe, diesen Ring hier. Der ist das. Richtig süß. So klein. Und das ist der Stein dazu. Den fand ich toll. Alles 2 Euro. Und dann habe ich mir noch den hier geholt. Diesen hellblauen Stein. Auch für 2 Euro. Finde ich schick. Und ich habe nämlich Ohrringe schon gehabt, genau in der gleichen Farbe. Und zum Geburtstag habe ich auch noch die anderen bekommen. Also passte das wieder wie die Faust aufs Auge. Dann habe ich mir geholt bei Rossi einmal die 03 Iron Goddess. Und zwar von Essence ist das dieser Metallic Eye Pencil in Gold. Ich weiß nicht, ob ich ihn euch schon mal gezeigt habe. Ich habe ihn jetzt vorsichtshalber mit reingepackt, bevor ich das doch nicht gemacht habe und dann vergesse. So sieht er aus. Und der sieht so aus. Na, da ist er. Sieht auf jeden Fall auf dem Auge super schön aus, wirklich. Und der ist auch sehr weich. Weil ich hatte einen, das zeige ich euch gleich, nämlich den hier. Von Essence hatte ich mir noch den Kajal hier mitgenommen. Aber den finde ich so bescheuert. So einen weißen, der ist so hart. Kann ich euch das mal zeigen hier? Ich muss richtig doll aufdrücken und das tut auf dem Auge oder auch auf der Wasserlinie, da geht überhaupt gar keine Farbe ab. Ich weiß mir ja zu helfen, da hatte ich den von NYX noch nicht. Ich war dann nochmal bei Rossmann und habe mir von Reval de Loup auch einen Weiß geholt und der ist sehr, 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 sehr weich. So schaut er aus. Der ist ganz, ganz cremig und der, ich drücke überhaupt nicht auf. Und der hält auch super cool auf der Wasserlinie. Also ganz toll. Den finde ich sehr gut, für den Preis vor allem. Und deswegen hatte ich mir den nämlich in Braun auch gleich nochmal mitgenommen. Hubala, ups. In Braun auch gleich nochmal mitgenommen. Na, gehst du auf. In Braun, also. So, schaut mal, ey, das ist so Hammer. Wirklich sehr, sehr weich. Und das hatte ich bei den Essence, das fand ich total... Ja, das habe ich jetzt intelligent gemacht. Hier. Und dann habe ich mir zu guter Letzt von Essence einen Augenbrauenstift geholt in Black. Das ist der mit dem kleinen Bürstchen hier dran. Der hat auch... Ist natürlich sehr hart, aber ist ja auch logisch, wenn man drauf malt. Der ist aber mir eine Stufe zu hart für meine Augenbrauen. Das war ein bisschen blöd überlegt, aber erstmal rein in den Korb. Ne? Aber der war auch reduziert, Gott sei Dank. Das war das. Dann habe ich mir geholt, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe, dann habe ich mir geholt, aber egal. Vor längerem von BB 3-in-1 sanfte Reinigungsmousse für alle Hauttypen. Befreit von Schmutz und Make-up.
hinterlässt einen so. Ey, was ist heute schon wieder los mit mir? Hinterlässt ein softes Hautgefühl, BB mild, seifenfrei. So schaut das Ganze aus. Ich habe es auch, wie ihr seht, schon sehr, sehr, sehr viel benutzt. Ich benutze es jeden Tag, wirklich jeden Tag. Und vom Preis her, ich glaube, es kostet so um die 3 Euro, meine ich. Wenn ich jetzt nicht lügen würde. 3,25 oder 2,99. Ich liebe momentan, stehe ich wieder so extrem auf diesen BB-Duft, diesen typischen BB-Duft. Und habe dann auch gleich passend dieses Deodorant genommen. Deodorant. Und ich mag es echt gerne. Das ist dieses BB Lovely Deo Spray. Das benutze ich jetzt auch noch. Richtig lecker. Und zum Duschen, wie soll es anders sein, benutze ich jetzt echt letzte Zeit nur noch das von BB. Ich hatte es nämlich im Angebot geholt und normal kosten die, glaube ich, 1,25. Und im Angebot 99 oder 89 Cent haben die gekostet, meine ich. Oder 1 Euro. Irgendwie so um den Dreh. Dann hatte ich mir bei. Wo habe ich das denn geholt? Ich glaube beim DM. Ich glaube beim DM war das. Von Nivea das Aqua Sensation belebendes Waschgel. Optimale Reinigung für frische und lebendige Haut. Weil ich war auf der Suche nach einem richtig schönen Waschgel, das wirklich gut Make-up entfernt. Das hat jetzt gekostet 8 Euro. Das hat gekostet so um die 3 Euro. Und ihr könnt ja sehen, wie viel ich hiervon benutzt habe. Also nicht zu empfehlen. Es riecht zwar gut, huch, wartet mal. Es riecht so typisch Nivea. Den Duft mag ich auch wirklich sehr gerne. Aber es reinigt auf jeden Fall. Ich sehe danach immer noch aus wie ein verschmierter Appel. Hier überall die ganze Wimperntusche und alles liegt rum. Also deswegen, wenn, dann hole ich mir mit Sicherheit das wieder, weil das ist auch so ein Mousse. Das finde ich so cool. Hier, wenn ich drücke, ihr seht das, dann kommt da so ein Mousse-Schaum raus. Und wir können ja mal einmal den Test machen. Hier. Hier, ohne dass ich überhaupt großartig. Und das sind diese wasserfesten von Kiko. Und es geht gerade nicht auf, was ich vorhatte. Ja, es ist fast weg. Nein, Spaß. Aber mit Wasser gemischt, es geht wirklich super weg. Man nimmt ja auch jetzt nicht so wenig. Na, das war ja ein toller Trick gerade, ne? Vorführeffekt. Ja, Mädels, jetzt geht's wieder los. Meine Gesichtscremes. Mein anderer Pot ist leider leer. Ich habe euch ja letztes Mal schon mal gezeigt, dass ich den von Nivea benutze. Dieses Glaspöttchen für rund 5 Euro. 4,95, 5 Euro. Hab gedacht, Mensch, immer so viel Geld für eine Tagescreme, mit der ich nicht zu 100% zufrieden bin. Probieren wir jetzt mal die günstigen, genauso wie mit meinen Wimperntuschen. Hab mir dann die beiden hier geholt. Einmal Isana. Feuchtigkeitscreme für trockene und empfindliche Haut, genau. Bei der ist es so, vom Preis her ist sie echt gut. Aber das ist so eine, das ist übrigens auch so ein Glaspöttchen, also wie die Nivea, aber die ist sehr flüssig. Und ich finde Cremes, die so batschelatsche flüssig sind, die sind so, so wie Wasser ist das. Das mag ich überhaupt nicht. Und das hat mich voll geärgert. Aber ich benutze sie trotzdem. Ich will sie leer machen, weil wenn sie auf der Haut ist. Ich weiß nicht, ich kann euch das nicht erklären. Ich möchte mich jetzt auch nicht hier ausheulen bei euch, aber ich habe bei so vielen Cremes, wenn ich die auftrage, dass die Haut dann danach so. Die spannt so. Das ist so ganz komisch. Und das mag ich überhaupt nicht. Und deswegen habe ich auch noch nicht die richtige gefunden. Und das war bei der Nivea nämlich nicht so der Fall. So, und dann habe ich mir noch die hier geholt. Die war nämlich auch im Angebot. Das ist eine Gesicht-, Körper- und Händecreme. Alles in einem. Dachte ich so, ja, das wäre ja praktisch. Aber ich benutze sie nur noch als Handcreme wirklich. Die hat zwar eine bessere Textur, die ist fester auf jeden Fall. Das sieht man schon, also die ist wirklich, die bleibt auch datschen. Aber die hat für mich wirklich mehr eine Handcreme als eine Gesichtscreme. Die hat auch dieses, die zieht zu schnell ein. Also ich schmier rüber, zack, weg und dann wieder dieses Spannungsgefühl. Also das ist mehr eine Handcreme. Ich hole mir dann doch lieber wieder die von Nivea oder ich muss ausprobieren. Ich bin unglücklich. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp, irgendwie eine richtig gute Gesichtscreme. Lass sie ein paar Euro mehr kosten. Hauptsache, sie ist perfekt. So, dann muss ich schon wieder nörgeln. Ich habe mir wieder meinen 8x4 Deo-Roller geholt. Die haben irgendwie jetzt das irgendwie neu aufgemacht. Das ist nämlich jetzt so blau, das war vorher nicht so. Und ich war beim Rossmann und die wollten doch 1,65 Euro haben. Jetzt denkt ihr bestimmt, ja und?
Ja, normalerweise habe ich dafür 1,25 bezahlt oder im Angebot 99 Cent. Und 1,65 für das gleiche Produkt, nur weil jetzt vorne das mit einer blauen Schrift ist, hier, ne, habe ich nicht mitgenommen. Also habe ich gedacht, gut, Jule musste was Neues finden. Also habe ich probiert von Isana Deo Roll-On Aloe Vera. Das ist dieses Schmuckstückchen, Schmuckstückchen hier. Und das hat gekostet 59 Cent und hat auch 0% Alkohol hier. Ich muss sagen, es riecht gut. Also dieses typische, dieses, das ist wieder diese, ich bin sauber Duft. Aber bei dem, das ist so, wenn man das unterm Arm aufgetragen hat, so nach ein paar Minuten, dann so dieses Bugsgefühl. Kennt ihr das? Wenn Deo so bugst, so das, dieses, das ist voll eklig. Deswegen kann ich mir den leider nicht nochmal holen. Bin dann zu Plaza bei uns gegangen und habe mir den geholt und da hat er 1,25 gekostet. Also, ich bleib dabei. So, bin ich heute viel am Meckern? Ja, ne? Naja. Und jetzt werde ich richtig meckern und vielleicht auch gleich noch kurz weinen, denn es ist eine Katastrophe passiert. Ihr wisst alle mittlerweile, die schon meine anderen Videos gucken, welches Haarshampoo ich seit Jahren nehme. Den einen Tag schlendere ich ganz gemütlich zum Rossmann, brauchte wieder Haarshampoo und Spülung, komme an und dann denke ich so, hä? Gut, ich hatte auch keine Brille auf, aber ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ich so, wo ist denn mein Shampoo? Mädels, das ist die neue Pantene Pro V in Lila. So sieht das jetzt aus. Die haben das irgendwie neu gemacht. Das ist so ein Teil. Das sind 500 Milliliter, kosten um die 6 Euro. Ich habe, sonst waren das 250 Milliliter für dieses Pantene Pro V so um und bei 2,75 im Angebot, mal 2,35 oder was weiß ich. Hab gedacht, Mensch, nimmst du gleich 500 Milliliter, brauchst du ja eh auf. Ja, tolle Wurst. Das geht gar nicht. Ich brauche unbedingt ein neues Shampoo. Ich brauche Tipps von euch, welche gut sind. Ich kriege von hier. Oh Gott, Entschuldigung. Hups, Bäuerchen. Ich kriege hiervon so schnell fettendes Haar und das wird so strohig, so trocken. Die Spülung sieht nämlich auch dementsprechend so aus. Das sind jetzt diese Farben. Ich bin sofort losgegangen in die Stadt. Ich war bei ihr Platz. Ich war bei, wo war ich noch? Ihr Platz war ich. Ich war bei DM, bei Butni. Bei DM. Wir haben hier doch nur Butni. Bin ich bescheuert. Auch das andere war nicht von DM, sondern das war von Butni. Was rede ich denn hier? Und es gibt überall nur noch die neuen. Ich raste aus. Ich raste wirklich aus. Was soll ich jetzt machen? Was? Egal welches Shampoo ich ausprobiere, ich kriege sofort so Fetthaar. Ich bekomme, die sind so strohig. Auch der Duft ist komplett anders als das andere. Ich bin so enttäuscht und ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt muss ich mich durch die ganzen Shampoos da durchprobieren, bis ich das Richtige habe. Und die sind ja auch nicht immer günstig. Ey, ich hasse das jetzt. Ich bin jetzt richtig traurig. Mann. Das ist richtig gemein. Aber ich habe mir die hier wieder geholt. Meine Reinigungstücher, wie immer, waren nicht im Angebot, 1,99, aber wie gesagt, das sind sie mir wert. Die hole ich immer von Florena. Ich finde die Textur geil, das Gefühl, das ist, als würde ich mich gleichzeitig eincremen. Und ja, das war's. Also das mit dem Shampoo, das regt mich jedes Mal auf, wenn ich jetzt duschen gehe. Jedes Mal aufs Neue, weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ehrlich. Naja, muss ich durch. Ich wünsche euch heute einen ganz, ganz tollen Tag. Ich werde gleich noch einen Schluck Kaffee trinken und dann schön spazieren gehen. Es hat ja endlich geschneit bei uns. Und dann werde ich meine Lockies ausprobieren. Boings, boings. Ich war nämlich heute ein bisschen experimentell angehaucht. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Und tausend Dank für eure Unterstützung, für eure E-Mails, für die ganz neuen Abonnenten. Ich kann wirklich mich jedes Mal nur bedanken, weil es ist echt, wenn mein Handy geht und ich sehe neue Abonnenten, denke ich immer so, oh mein Gott, geil. Ehrlich, es ist wirklich so. Das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, trotz meiner Nörgelei. Aber das muss auch mal gesagt werden. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüssi.